Ketchup. Alter Sebi! Donner, die Melonen! Die Melonen! Hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen? Ja. Alter, er macht mich aggressiv. Er fährt nicht, der Hundekopf. Was geht, meine Partypeople, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz YouTube! Ihr habt die 150 Likes aber so schnell vollgescheppert, deswegen gibt es einen nächsten Teil Euro Truck Simulator mit Sebi. Das Ganze war schon wieder katastrophal. Bei 180 Likes gibt es einen weiteren Teil mit Sebi. Und ansonsten klickt jetzt alle schon mal auf den Like-Button, wenn ihr den nächsten Teil haben wollt. Und dann viel Spaß mit dem Video. Kurze Information, dieses Video ist eine absolute Katastrophe. Es tut mir absolut leid. Ich habe einen Fehler gemacht, Sebi hat einen Fehler gemacht. Bei Sebi ist das Game so laut, dass man seine Stimme nicht hört. Ich habe irgendwie zwei Tonspuren von Sebi, deswegen hört man den Sebi die ganze Zeit doppelt. Das ist von vorne bis hinten die reinste Katastrophe. Es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Dankeschön. Und jetzt viel Spaß. Alter, jetzt fahren wir aber. Jetzt geht's aber los. Ich glaube, das wird eine Nachtfahrt. Ja, wie spät ist es denn? 17 Uhr, oder? Nee, 12 Uhr mittags. Das wird auf jeden Fall keine Nachtfahrt. Wie lange fährt ein LKW von... Mama, Mähdrescher! Ah! Ach so, der fährt mir nicht. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Der hat mich gerade fast hier gemähdrescht, Alter. Welche Perspektive gefällt euch am besten? Ich switch immer hin und her. Vogelperspektive-Simulator. So, jetzt geht's aber so los, Chat. Ich muss auf Domme warten. Ich trau mich nicht schneller fahren, dann bin ich wieder... Okay, wir fahren schneller. 60 km/h. Schauen Sie mal rechts aus dem Fenster. Da sehen Sie ein Feld mit ganz vielen Büscheln. Sehr gut, wo ist denn jetzt die Autobahn? Die Sonnenblume kann man auch befahren. Das ist kein Problem. Das ist eigentlich auch Landwirtschaftssimulator, wo wir die Sonnenblumen ernten können und einfach Bonusmissionen machen können mit dem LKW. Bremsen! Ich bremse gut. Domme, ich möchte dir nur kurz sagen, dass wir hier einspurig unterwegs sind und ich mich sehr freuen würde, wenn du die Verkehrsregeln, die wir alle gelernt haben, einhalten. Okay? Ja, ich halte alles ein. Ich bin doch auch tief entspannt. Sommer, wir sind zu schnell. Ich bin 30 km/h, ich bin hier 50 km/h unterwegs. Langsam. Oh mein Gott, Alter. Digga, ich werde fast hinten so reingeknallt gerade. Ja, wir haben hier 30er, Domme. Sebi, legst du auch mal den 7. Gang ein oder ich weiß nicht? Bleib mal tief entspannt, ey. Lieber später ankommen als gar nicht ankommen. Ich habe vom letzten Mal Dinge dazugelernt. Ja, was hast du gelernt? Dass ich jetzt reicht jetzt fast gefahren. Ja, ich überhole schon. Ohne Codewort. War vorbei. Boah, wie du fährst, ey! Ey, schau, wie lange du schon wieder brauchst, Sebi, ich schwör's dir. Ich beschleunige halt langsam, ich bin LKW, Mann. Ich fahr 60 km/h und hier sind 70 erlaubt. Kollege! Servus, schau mal aus dem Fenster! Sankt Michael im Lungau. Ich bin in St. Bartholomä. Blendet, let's go! Ey, was bremst du denn? Oh, Sebi! Was reimt sich auf... Was reimt sich auf Maisbeschwer? Kreisverkehr! Ich bin hier stehen geblieben, weil hier ein Kreisverkehr ist, Bruder! Ja, aber da steht doch keine Stopptafel, Sebi! Digga, ich werde trotzdem langsamer bei einem Kreisverkehr, Alter! Alter, du fährst falsch, Sebi! Du musst hier raus! Mann, wohin fährst du schon wieder? Das war sowas von Totalschaden gerade fast geworden, ey. Ja, ich hab dich nur bewahrt davor, einen Umweg zu fahren. Ganz ehrlich, hier ein wunderschönes Blumenbeet und du hast es gefährdet, ey. Gefährdet. Schau mal, wie du da drin stehst. Das ist Gefährdung pur. Schreib doch einen Beschwerdebrief an die Firma, ey. Du. Schau die Polizei, nee. Sebi. Polizei. Okay, kann ich jetzt... Domme! Okay, ich hab fast gegen Domme gekracht, Alter. Du fährst auf der rechten Spur, um links abzubiegen. Ey, ich hab meinen Heim. Hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen? Ja. Ey, wo müssen wir jetzt hin, Sebi? Domme, du bist vorne. Wohin hin? What the hell? Okay, alles gut. Ey, wie fährst du vorbei? Ey, Sebi, ja, wenn du mir die Auffahrt blockierst, Mann! Ey, Alter, das ist falsch, Sebi! Du fährst falsch! Lieber falsch als tot! Mann! Da steht dick und fett Wien auf der Ding. Ja, und dick und fett bist du falsch gefahren. Nee, ich fahr jetzt nach Wien. Alles ist gut. Ja, schau, wir müssen jetzt nochmal im Kreis fahren, Sebi. Ah, Domme, aber dann nochmal. Alter, Bruck hat meine Ex-Freundin hat in Bruck gewohnt. Okay, soll man da trotzdem vorbeifahren oder willst du einen Umweg fahren? Alter, ich bin viel zu schnell. Ja, ja, das, ich hab Faktenchecks Faktencheck-Kopf gemacht, dass die das Video neu hochladen müssen. Domme, was machst du? Ich fahr richtig schön clean heute. Alter, das war so knapp gerade. Das war aber auf zwei Rädern gerade. Domme, wo bist du gerade? Ey,
ich bin doch hinter dir. Ich überhole. Wer bist du? Rostiger Nagler, Zuckerstange, ich hab überholt. Okay, warum fährt... Donner, die Melonen! Die Melonen! Guck mal, wie langsam ich bin, Mann. Ich bin volle Kanne im Gaspedal, ey. Da geht gar nichts. Ey, Sebi, wo bist du denn? Melonen. Ich hab mehr Melonen als du an Bord. Du hast die Honigmelonen, die sind nicht so schwer wie die Wassermelonen. Ey, hast du eine Mittagspause gemacht, oder was? Ich hab überhaupt keine Mittagspause gemacht. Ich fahr die ganze Zeit... Sebi, sei jetzt ehrlich. Oh, stau! Sebi, hast du die Melonen gegessen? Alter, rostiger Nagel, ich überhole. Cleaner Überholvorgang. Oh, wir fahren vorbei. Hier ist wieder Maximalgeschwindigkeit. Doch, ich will so schnell fahren wie möglich. Ich sehe! Du fährst an meiner Spur. Domme, du bist zu laut. Ich kann nicht mehr hören. Du fährst... Mich mal. Das ist Natschbach, Domme. Mach mal einen Zwischenstopp hin. So. Was machst du da hinten, du Clown? What the... Domme, Alter! Oh. Ah, Digga, der ist hier hinten am Schlängeln, ne? Sebi, du bist auf meiner Spur gefahren! Ich bin nicht auf deiner... Ey, Ich bin ganz normal, hab ich überholt! Cleaner Überholvorgang. Und wir fahren vorbei, hier ist wieder Maximalgeschwindigkeit. Doch, wir dürfen so schnell fahren. Nein, Sebi! Du fährst auf meiner Spur! Doch, du bist zu laut, ich kann dich nicht hören. Ich bin das Alpha-Melonenmännchen, ja? Du bist das Beta-Melonenmännchen. Ruhe auf den anderen Rängen. Sebi, weißt du, was mein Stream die ganze Zeit schreibt? Ja, was? Ob Sebi wohl aufnimmt? Ja, da. Leute, wer bremst, ja, verliert. Sissi, du bist Erste geworden. Lena, Zweite. Johnny, Dritte. Humo, Roblox-Zocker, Fünfter. So. Ich glaube, ich habe einen Auffahrunfall gehabt. Wieso? Wo? Ja, es heißt die gerade Kurve, oder? Ist doch klar. Die gerade Kurve, der gerade Kurve oder das gerade Kurve, Domme? Alter, es gibt keine gerade Kurve, du Arschloch! Du sagst aber auch der Weihnachtsmann und den gibt's nicht! Ja und? Aber der Weihnachtsmann ist wenigstens männlich, die Kurve nicht! Die Kurve ist auch weiblich! Ey, Sebi, ich stehe in dir, was machst du hier? Das macht mich gerade irgendwie wuschig, wenn du in mir stehst, Domme. Domme, du hängst in mir drinnen, ey! Ja, geh doch mal weg jetzt! Ich fahr vor! Ja, fahr doch! Kann ich nicht! Fahr jetzt nach vorne! Ich kann nicht fahren, wenn du in mir drinnen steckst, Alter! Alter, ich stehe neben dir! Du blockierst mein Leben! Alter, er macht mich aggressiv! Er fährt nicht, der Hundekopf! Dann wechsel mal den Gang, Alter! Du bist wahrscheinlich im 80. Ich hab gar keinen Gang. Na, dann wird er auch nicht fahren. Wo löse ich die Handbremse, Leute? Leertaste! Ach so, da war echt die Handbremse drin! Mehr Knöpfe als im Flugzeugcockpit, ey. Ich wusste gar nicht, dass man als LKW-Fahrer Pilotenausbildung braucht, Mann. Mann, jetzt komme ich hier wieder nicht genau hin, Alter, weil Sebi mir den Weg blockiert hat. Ich muss andersrum, ist das euer Ernst? Ich kann das nicht. Okay, Fahrzeugfehlfunktion? Ja, würde mich bei dir nicht wundern, so wie du fährst. Ja, ich muss da rückwärts reinfahren, Alter. Oh, da ist Domme. Achtung, okay. Nein, nee, oh Gott, ich und Axel, Domme. Ey, jetzt beruhig dich doch mal, bitte. Ja, warte kurz, Domme, lass mich jetzt kurz mal... Ey, fahr jetzt ja nicht mehr, ey! Geh jetzt sofort weg mit deinem Truck da. Ey, wir müssen da rückwärts rein, oder was? Domme, wenn ich was nicht kann, dann ist es das. Bitte, Domme, lass uns was anderes spielen. Alter, das wird nichts mehr. Ey, so wird das gar nichts. Was machst du? Faltest du eine Zicharmonika, oder was? Ich hab grad mein Getränk ausgeschüttet. Oh, Domme, ich mach's richtig schön jetzt. Fahr doch rein jetzt! Ja, lass mich bitte keinen Stress, Domme! Nicht so gerade! Weniger Gas! Ich kann das nicht, diesen... Was denn, wer hat im Stream eingeblendet? Bist du drin? Die Verbindung zum Server wurde verloren, du wurdest von der Sitzung getrennt. Er hat sicher... Sebi hat sie aufgegeben, das ist eine Ausrede. Ich hab dich aufgegeben, ich war mitten am Einparken und dann steht da, ich wurde von der Sitzung getrennt! Ja, das Spiel hat erkannt, dass du gottlos schlecht bist. Hat mich der Chef gefeuert? Ja, dich hat der Chef gottlos gefeuert, Alter. So ein Ding ist doch mal konzentriert. Bin ich noch angestellt? So, Domme, das wird jetzt Nachtfahrt. Domme, das wird gefährlich. Wir fahren wieder mit dieser Euro-Agres. Euro-Agres. Oh, oh, oh. Ey, die erste Kurve ist immer die schwierigste, ne? Ey, bist du jetzt schon reingefahren, Sebi? Nein, bin ich nicht. Ist das jetzt dein Ernst? Nein, ich bin nirgendwo reingefahren. Hör mal auf jetzt hier. Ich hab eine Strafe bekommen, weil ich ohne Licht fahre. Schön, dass du mit der Straße wieder stehen bleibst. Ich schalte das Licht ein. L. L? Domme, Achtung, stopp, Tafel, du musst stehen bleiben, sonst fährst du wieder hinten rein. Ey, du hast ein Schild umgefahren. Oh. Ich hab nichts umgefahren. Was? Hier liegt das Straßenschild. Ohne Beweise, keine Scheiße. Hier liegt das Straßenschild. Nein. Warte, ich schmeiß da hinten eine Ziegenkäse raus. Aber was machst du da, Alter? Du fährst wie eine Schlange, Zuckerstange. Oh.
Ey, wohin fahren wir überhaupt? Alter, Sevi! Alter, was hast du gemacht? Schlange, Zuckerstange. Oh, der Reim. Komm ich um Kurve, mach Kurve, bumm. Mach ich Kreis, warum mach ich liegen. Warum liegst du am Rücken? Ich lieg nicht am Rücken, ich liege auf der Seite. Ist das jetzt dein Ernst? Boah, was muss ich jetzt machen, Tommy? Wir bleiben ganz ruhig. Du musst in die Werkstatt. Ich mach mal Warnblinker an, dass die Leute checken, hier liegt was, okay? Sie, wir wollten nachts fahren. Ja, es bin immer ich der Schuldige. Ich hab's schon verstanden. Da fahr doch mal! Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich kann ihn lackieren, den Bruder, oder? Schau mal, wie bei Sebi drüben alles blinkt. Alter, der warnt schon vor. Dominik, ich habe meinen LKW jetzt rosa gemacht. Hast du wirklich? Bin deswegen hübsch. Der ist doch rot, oder? Servus, Dominik, ich habe jetzt einen rosa LKW mit dem Fahrrad jetzt. Warum ist der jetzt orange? Ich habe den doch rosa gemacht. Ey, die Polizei ist hinter mir, Blaulicht. Moment, wie mache ich Scheibenwischer an? Ich sehe nix. Polizei! Scheibenwischer. Wie kann es bei dir regnen und bei mir nicht, Sebi? Ein heftiger Orkan ist im Anmarsch. Ach du Scheiße. Sebi, ich hab ein Problem. Ich brauche jetzt meinen Scheibenmischer. Sebi, ich hab ein Problem. Ich brauche hier jetzt endlich mal meinen Scheibenmischer. Ich sehe gar nichts in diesem... Achtung, sehr geehrte Damen und Herren, aufpassen. Das hier ist eine Verkehrsdurchsage. Auf der A2 Richtung Südautobahn haben wir einen Geisterfahrer. Man munkelt, der Geisterfahrer transportiert Ziegenkäse. Warum, du bist Geisterfahrer? Nee. Hast du es im Radio gehört? Ja, ich krieg eine Durchsage im Radio. Nee, das wäre anders. Oh, Scheiße. Oh mein Gott! Okay. Zockt ihr online? Okay. Nein, wir zocken... Ja, wir zocken online. So, ich überhole mal hier die LKWs. Die sind nämlich richtig langsam, Alter. Ich muss nämlich Gas geben. Oh, da ist Polizei. Da wurde jemand aufgehalten. Bist du das, Tommy? Haben die dich aufgehalten? Nee, mich hat die Leitplanke aufgehalten. Polizia. Alter. Schön, dass sie mit R-Truppe geflogen sind. Tommy, ich habe hier irgendwie... Irgendwie habe ich hier einen Einsatz. Hier ist was im Busch. Bei mir ist auch was im Busch. Tommy, was hast du gemacht? Wo bist du überhaupt? Gar nichts, ich habe gar nichts gemacht. Alles gut. Okay, alles klar. Tommy, du sagst mir jetzt die ganze Wahrheit, Alter. Wir stecken da gemeinsam drin in der ganzen Sache. Es ist kein Ziegenkäse, den wir hier liefern. Sondern? Wir haben eine Bank ausgeraubt. Ach, ich dachte schon, wir machen nordmazedonischen Mozzarella. Nee, das wäre zu schlimm. So, hier. Gleich sind wir da, Leute. Ich bin der international anerkannte Achsenchef. Alle internationalen Manager von allen LKW-Unternehmen der Welt kommen zu mir und fragen mich, wie sie ihre Achsen bauen müssen. Ich kann das nicht. Tommy, wenn ich was nicht kann, dann ist es das. Bitte, Tommy, lass uns was anderes spielen. Bin ich da oder nicht? Alter Schwede, wir fahren hier aber so riskant, Alter. Der Ziegenkäse hinten macht Backflips. Ich muss da rückwärts reinfahren. What? Das geht nicht. Das ist unmachbar, Alter. Okay, warte, ich muss kurz berechnen. Was machst du? Holst du deinen Zirkel raus und berechnest du, oder wie? Einfallwinkel ist Ausfallwinkel, Domme. Physik und so. Nee, habe ich nicht aufgepasst. Habe ich geschlafen. Was machst du denn hier schon wieder, Sebi? Nein, falsche Richtung. Anderes rückwärts. Nicht hier! Ey, Sebi, die Einfahrt ist doch hier. Warum fährst du denn da rückwärts? Es gibt Momente, da bist du besser ruhig, Domme. Ja, gut, er kann Sherlock Holmes, Alter. Danke, Bruder. Das weiß ich auch, du. Ey, Sebi, warum stehst du in mir drin schon wieder? Weil du immer vor und zurück... Hör auf, ich hab hier irgendeine Rave-Musik auf einmal am Start. Was für Rave-Musik? Keine Ahnung, hier raved alles ab bei mir. Fährst du jetzt bitte mal in die Lücke rein? Mal, lass mich jetzt mal einpacken, Alter. Ey, bist du jetzt drin oder nicht? Er kommt schon wieder raus. So. Jetzt bin ich drin. Kannst du bitte da weggehen, Sebi? Warte, ich bin gerade ultra tief entspannt. Chill kurz, warten. Ja. Wir müssen Lachsfilet abliefern, aber das muss jetzt nicht gut laufen, okay? Pass auf, dass der Lachs nicht wegschwimmt. Ja, ich fahr jetzt. Was macht der? Okay, passt. Fahrst du hier raus mal, oder? Red Ample, Domme, Red Ample. Bleibst du jetzt ernsthaft stehen? Das ist eine rote Ampel, was denkst denn du, Digga? Ich glaubst du, ich will Probleme mit der Ampelregierung, oder was? Darf ich dich überholen, oder was zu sagen davon, ey? Domme! Ja! Du riskierst hier unser Leben. Grün, let's go. Wir kommen jetzt an die Grenze. Es ist ganz wichtig, dass du dich ganz ruhig an der Grenze verhältst, okay? Keine... Also, langsam... Ey, da ist Unfall, Sebi, da ist Unfall! Unfall, wo ist Unfall? Ah, vor mir, vor mir! Oh, eine Achtung, Unfall! Okay. Achtung, okay. Achtung! Okay, Blinkanlage an, wo ist Warnblinker?
Wo ist der Warnblinker? Achtung, Unfall! Weisheim. Wow, 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 Domme, Alter! Habe ich mich gut eingereiht, oder? Alter, wo hängst du jetzt rum, ey? Hast dich gerade gebeamt bei mir, Mann? Alter, was redest du? Und ich bin RTL 2. Was machst du da, Alter? Wo hängst du jetzt rum, ey? Wer denn? Du? Ich stehe bei der roten Ampel. Du hast dich gerade gebeamt bei mir, Mann. Domme ist ein Alien, Leute. Alien! Ich hab Alien gesehen, Leute. Ja, ich hab's doch verstanden! Shake that ass for me. Shake that ass for me. Polizei? Ja, weiß ich nicht, was du schon wieder angestellt hast. Nein, Domme. Ich hab gar nichts angestellt. Nein, Domme. Ich hab gar nichts angestellt. Mann, was will denn der Autofahrer hier? Boah, geh mal weg! Hier müssen wir rein. Was machst du schon wieder, Sebi? Ja, ist egal. Haben wir vielleicht auch mal was Interessanteres zum Liefen halt? Ja, wir machen jetzt Dosensatt. Ey, immer diese Kriecher hier, diese schlafenden Tabletten hier. So, dann fahren wir mal. Ups. Hello, ey, ich komm so nie nach Stuttgart, Mann. Ich fahr 30 km/h wegen dir, ey. Ja, ich drück alles doch aufs... Ey, bin ich falsch gefahren jetzt gerade? Wir wechseln jetzt die Spur! Nein! Wir wechseln jetzt die... Fährst Süd einfach ab und wieder auf. Ich glaube, das mit ab und auffahren wird nichts mehr. Komm, ey. Ja? Das ist es nicht wert, Mann. Ey, die Sardinen... Ey, das Ding liegt auf dem Rücken. Ich auch. Komm mal, was hast du gemacht? Gar nichts. Wirklich mega. Ist das der Flughafen Stuttgart hier, oder was ist das? Wie schwer sind denn die Sardellen oder Sardi? Was? Jetzt glaube ich an Aliens. Ja, ich weiß nicht, was Sebi dort macht. Ich glaube, Sebi ist eingeschlafen. Mashallah, richtig clean, ey. Ich gebe auf, ich bin raus. Oh. Das war's mit dem Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, bei 180 Likes gibt es direkt den nächsten Part mit Sebi in Euro Truck Simulator. Lasst gerne ein nettes Kommentar da. Schreibt irgendwelche Spiele rein, die wir noch zocken sollen. Irgendwas, was ihr wissen wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Alle den Kanal abonnieren. Wir stehen kurz vor den 10.000 Abonnenten. Dickes Abo-Special steht vor der Tür. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Tschüss, ciao und... eingehauen.